Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Falls ihr das Odin mal shoppen gesehen habt, habt ihr gesehen, ich habe die Elgato Facecam mir geholt bei GameStop. Ich habe meine PS4 Pro und ein paar Spiele hingebracht und habe mir ein paar Sachen geholt. Und da habe ich mir dann online halt, weil sie im Laden nicht hatten, die Facecam geholt, weil ich von Logitech enttäuscht bin und wenn mir Logitech auf den Sack geht mittlerweile, die Software haut nicht hin, jedes Mal verstellt sich irgendwas, wenn ihr ein anderes Logitech-Gerät benutzt, und ja, deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Und jetzt soll wohl besser die Lichtausbeute, besser mit Licht, mit wenig Licht klarkommen, weil ich hier im Hangout oder abends, wenn ich zocke, nicht übermäßig Licht mache, weil dann kann ich nicht mehr pennen. Und dann könnte ich noch weniger streamen. Bringt ja auch nichts. Elgato Facecam. Und die Software war ich sehr zufrieden. Ach, wir haben so eine Kappe drauf. Das wusste ich gar nicht. Da wird es auch bei mir festgemacht. Hier an so einem Multimount. Das ist alles Plug and Play. Linse ab und zu mal sauber machen. Also ganz easy. Hauptsache, das Kabel ist lang genug. Das Verpackungsdesign gefällt mir auch sehr gut. Der sollte lang genug sein und... Oh, der ist so schön dick. Oh. Löblich, löblich. Oh, der mit einem Elgato-Zeichen. Sehr schön. Also so eine, das sind kleine Gimmicks, die machen doch Freude. Das gefällt mir. Haben wir hier vielleicht auch noch ein Elgato-Zeichen drauf? Leider nicht. So. Ah, hier haben wir das Elgato-Zeichen. Hier ist die Linse. Achso, die wird dann einfach nur... Oh, die ist aber richtig groß. Also ich habe sie mir kleiner vorgestellt, ehrlich gesagt. Und das ist nur 1080p. Die Brio, die ist nur so dick. Und doppelt so lang. Und ja, gut, vielleicht so ein Stück länger. Also die muss ja richtig gut Bilder dann machen. Da bin ich jetzt neugierig. Damals, wo ich angefangen hatte, beziehungsweise... Die gab es ja damals noch nicht. Da könnte ich auch einen Schnellschnapper ran machen. Dann könntest du halt jedes Mal austauschen mit der Brio. Nein, Quatsch. So. Was haben wir hier? Achso, das ist nicht. Wird nur nochmal reingerastet. Aber dann soll es auch richtig sein. Das ist aber auch cool. Wird nicht oben hochgeklappt, wird einfach nur reingesteckt, rastet ein. Kann nicht runtergehen. Und so ist die Kamera geschützt. Hier ist auch ein Gummi drumherum, damit das abdichtet. Also dass auch kein Schmutz in der Zeit reinkommt. Hier steht auch nochmal Facecam. USB-C. 5 Volt. 0,9 Ampere oder so. Hier haben wir dann auch nochmal alles drum. EAC. CE. FC, die ganzen Behörden,
Ja, da bin ich doch mal gespannt. Den können wir jetzt mal abdecken, ablassen den Deckel. In Hardware, also ein Anschließevideo werde ich nicht machen, das ist jetzt nur ein USB-Ding anschließen muss. Und schaffe ich zeitlich nicht mehr, weil heute, ich will noch in der Wanne, heute ist Hangout und ich würde die gerne heute dann im Hangout schon mal so ein bisschen Probe testen wollen und gucken. Und vielleicht schaffe ich ja auch noch eine Runde Harry Potter zu spielen, also Hogwarts Legacy. Weil ich habe jetzt endlich den Besen und ich würde da echt gerne ein bisschen zocken wollen noch, ehrlich gesagt. Aber ich sehe jetzt schon kommen, dass ich das nicht schaffe. So. Das war doch schon. Wir haben hier die Elgato Facecam ausgepackt. Jetzt geht's ans Anschließen und Probieren. Ich werde dann auch noch einen Hardware-Check werde ich auch später machen, wenn ich die jetzt eine Weile benutzt habe. Ich werde euch dann auch mal den Arbeitsbereich zeigen und ich werde auch noch das Stream Deck damit testen mit der Originalsoftware, weil hier ist ja die Software, die ist wirklich gut. Und der Camlink hat ja früher eine eigene Software gehabt, das ist jetzt alles abgeschafft worden. Der Camlink ist in der Cam-Software hier für die Elgato Cam, also für die Facecam mit bei. Also man braucht halt nicht mehr zwei, man braucht halt nur noch eine Software und dabei sind beide Cams drin. Ich bin mal sehr gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.